Wisst ihr, woran man den klassischen Vegetarier erkennt? Schwarze Klamotten, Hipster-Frisur, Hipster-Bart und wohnt in Neukölln. Was? Heute koche ich mit einem ganz wundervollen Menschen oder Wesen, nämlich meinen guten Freund Edgar. Und damit meine ich eigentlich diese Person, die hinter dieser Tür ist. Ups. Tada! Das ist Mirjam, meine Damen und Herren. Grüß dich, hi. Hi. Moin, moin. Wir machen nämlich heute eine kleine Challenge, nämlich vegetarischer Burger gegen klassischen Fleischburger. Und während wir jetzt beginnen, kannst du ja gerne mal erzählen, was du eigentlich machst. Ja, ich schreibe über Essen, über vegetarische Gerichte mit schön viel Butter und Zucker und Kohlenhydraten und alles, was so richtig gut schmeckt. Und was genau machst du jetzt für Burger? Ich sehe da Bohnen. Genau, wir machen einen Burger mit Bohnen-Patty. Ich werde einfach ganz klassisch bleiben, aber pimpe das Ganze, ich muss ja irgendwie bestehen. Dann schaue ich dir einfach jetzt erstmal ein bisschen zu. Wir fangen erstmal mit den Kidneybohnen an. Wir machen die so ein bisschen kaputt und da braucht man ganz schön Muckis für, die ich nicht habe. Soll ich das dann übernehmen? Ja, wenn du magst. Natürlich, gerne. Du könntest das ein bisschen schneller machen. Okay. Jetzt schneiden wir Zwiebeln und Knoblauch und ja, dann machen wir da eine Burgermasse draus. Okay, wunderbar. Da kann ich aber die Gelegenheit nutzen und schon mal bei mir weitermachen. Rinderhack. Ich fange dann schon mal an mit Würzen. Eine schöne Prise Chiliflocken. Cayennepfeffer. Ein klein wenig normalen Pfeffer. Salz. Und zu guter Letzt Zimt. So, und jetzt das Ganze in die Masse einkneten. Ich kann nämlich jetzt schon mal anfangen, meine Buletten zu formen. Streber. Genau, dann kommt auch ein Ei rein. Ein Paniermehl. Und wir machen auch ein bisschen Senf rein. Und jetzt muss ich auch manchen. Schau mich nicht so an, das musst du jetzt selbst machen. Ich mag ja total gern Sachen anfassen. Wir haben Pfeffer und Salz vergessen. So, während du da so vor dich hin manchst, kann ich ja auch schon mal anfangen, meine Burger zu formen. Worauf zu achten ist, ist, dass eure Buletten am Ende ein Stück größer sind als die Brötchen, die ihr habt. Denn die ziehen sich beim Braten zusammen und dann habt ihr am Ende noch so ein kleines kümmerliches Dingchen übrig, wenn ihr das nicht groß genug macht. Gut, während du das einmal siehst, kann ich ja schon mal meinen Dip dazu machen. Und dafür habe ich einen guten Freund, Creme Fraiche. Tomatenmark brauchen wir auch ein bisschen und Knoblauch. Fertig. Du darfst weitermachen. So, ich habe hier jetzt auch eine schöne Bulette draus gemacht. Und mit meinen schmierigen Fingern werfe ich das jetzt schnell hier rein. Oh, die Pfanne ist richtig schön heiß. Wie lange braucht das so? Bis Hübsches. Bis Hübsches. Ah, das ist immer das Praktische, ne? Nein! Ich sehe schon, du machst deinen Namen. Es stirbt. Hier. Kein Problem, machst du einen neuen Versuch. Hast du ja noch ein bisschen Masse? Getrocknete Aprikosen. Dazu Feta. Einfach hinein. So, und nun sieht bei dir ganz gut aus. Ja, für dich auch. Ich drehe den jetzt nochmal um und jetzt nehme ich so ein bisschen Bergkäse. In der Zwischenzeit kann ich ja auch mal langsam hier reinlegen. Ich schneide jetzt den Rest für den Burger und ein bisschen Salat. Weil es vegetarisch ist, muss da Salat drauf. Genau. Sonst sind alle enttäuscht. Ja. Vegetarisch was? Ohne Salat. Ohne Salat? Und jetzt machen wir nämlich schnelle Soße. Mayo rein, ein bisschen Tabasco-Soße. Aber jetzt, also ich sehe schon, du machst deinen Namen wirklich alle Ehre, denn jetzt ist Mayo in dem Tabasco drin. Oh nein! Was sagst du? So rum! Na, aber der Blog heißt ja Küchenchaotin. Ich darf das. Ich mach's andersrum als du. Ich pack dir nämlich so rum rein. Ja, das mache ich auch gleich. Brötchen sehen gut aus. Gut, jetzt geht's ans Belegen, oder? Ja. Ich auch. Der ist sehr sanft gewürzt und sehr, sehr weich. Wow. Dieser Burger ist genau der Gegenteil von diesem Burger. Der explodiert so im Mund. Ich muss sagen, man kann die beiden Burger fast gar nicht miteinander vergleichen, weil jeder Burger ist auf seine ganz eigene, einzigartige Art geil. Ihr habt das beide sehr geil gemacht. So, wir hoffen, euch hat das Ganze jetzt viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Und schickt uns gerne Bilder von euren Burgern mit dem Hashtag YumTamTam.
Und was würdet ihr eher favorisieren? Vegetarisch oder Fleisch? Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr ein anderes cooles Video sehen wollt, uns hat nämlich der liebe Mr. Trashpack besucht und da hat Melissa mit ihm Hot Dogs gemacht.